Ich bin Sabine von Biene Stempetlöck. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, letzte Woche musste leider mein Video ausfallen. Ich bin krank geworden. Aber heute möchte ich wieder an den Start gehen. Auch wenn meine Ohren ja komplett dicht sind. Ich kann nichts hören. Aber das ist ja auch bei dem Video nicht erforderlich. So, ich möchte, wie gesagt, heute eine kleine Verpackung mit dir basteln. Und zunächst möchte ich dir einmal das Papier vorstellen, mit dem ich gearbeitet habe. Und zwar ist es das Papier floral umrahmt. Ich finde es total schön. Und ich stelle dir mal die einzelnen Blätter vor. Hier habe ich mit diesem Design gearbeitet, bei dieser Box. Dann gibt es noch dieses Design und dieses hier. Also finde ich total schön. Also die Rückseiten schauen so aus. Und dann haben wir noch einmal dieses Blatt. Das gehört auch zu dem Designerpapier. Ich werde es mal so drapieren. Da kann man zum Beispiel, das sind halt vorgeschnittene Elemente, die man herausbrechen kann. Und da kann man zum Beispiel eine schöne Karte mitgestalten. Das habe ich hier einmal gemacht. Das Blatt ist bei diesem Designerpapier dabei. Und dann haben wir noch diese Elemente, die man eben auch, die sind alle vorgestanzt und die man einfach lösen kann. Da kannst du eben ganz deine Projekte ganz toll mit verzieren. Und da habe ich hier bei der Karte zum Beispiel auch die Blüten genommen oder hier das Blatt. Ja, das ist damit möglich. Und ja, hier löst sich schon alles. Ich werde mir das nachher alles in eine Box legen, die Einzelteile. Und dann haben wir dieses hier noch. Da sind schon einige Dinge herausgebrochen. Also wie gesagt, ein tolles Set, finde ich. Kann man sehr viel mitgestalten. Aber jetzt kommen wir zu unserer Box. Die ist 5x5x5 cm groß und es passt halt so einiges hinein. Ich habe das Ganze mit einem Magneten verschlossen und jetzt möchte ich gerne Farbkarton in Lindgrün nehmen. Der muss gleich gefalzt werden. Der hat die Abmessungen 21x14 cm. Für die Verkleidung brauchen wir Designerpapier. Ich habe hier hinten nichts genommen oder verwendet. Das kannst du natürlich machen. Wir brauchen einmal drei Abschnitte hierfür und für innen. Also insgesamt dann eben vier. Und da brauchen wir von den Abmessungen her dreimal Designerpapier mit den Abmessungen 4,5 x 4,5 cm. Und ein kleineres Stück mit den Abmessungen 4,5 x 3,5 cm. Dann habe ich diese Box hier mit einem Extradeckel versehen. Dafür benötigen wir nochmal Farbkarton in Lindgrün mit den Abmessungen 5 x 8 cm. Und nochmal zwei Abschnitte Designerpapier mit den Abmessungen 4,5 x 3,5 cm. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal das große Stück in Lindgrün, denn das Ganze muss gefalzt werden. Und zwar die lange Seite bei 5 cm, bei 10 cm, bei 5
10 cm. Und bei 20 cm oder hier rechts bei 1 cm. Das mache ich jetzt mal. Das wird unsere Klebelasche sein. Jetzt drehe ich mir das Ganze. Die Klebelasche ist jetzt hier unten. Und wir falzen nochmal die kurze Seite bei 5 cm und bei 10 cm. Das Stück lege ich mir zur Seite und nehme mir noch einmal das kleinere Stück in Lindgrün, denn das muss an der langen Seite bei 4 cm gefalzt werden. Und das war's dann mit unserem Papierschneider. Ich habe jetzt die Klebelasche, also die schmale Seite, hier rechts liegen. Wir müssen jetzt nämlich extra Falzlinien ziehen, und zwar einmal hier und einmal hier. Dafür nehme ich mir ein Lineal und ich nehme mir meinen Aufhebhelfer, da haben wir auch zum Falzen ein Teil. Du kannst es aber auch mit einem Falzbein machen. Zunächst einmal müssen wir hier bei 2,5 cm uns eine Markierung setzen. Also hier in dem Bereich. Und dann nochmal in dem Bereich, bei 2,5 cm. So, und jetzt nehme ich mir mein Falzbein, gehe hier in die Ecke hinein und falze hoch zu unserem Markierungspunkt. Dann gehe ich in die Ecke und falze auch wieder hoch. Und dann haben wir ja hier noch unseren Bereich. Da machen wir es genauso. Gut. Nochmal schnell hier die Markierungspunkte wegradieren. Und jetzt können wir unsere Falzlinien nachfalzen mit dem Falzband. So, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt müssen wir hier nochmal auch noch die Falzlinien nachfalzen. Da gehe ich hier unter das Papier und klappe alles nach innen und ziehe die Falzlinie nach. Und auf der anderen Seite genauso. Und noch einmal hier. So, das ist jetzt auch geschafft. Und jetzt müssen wir hier diesen Bereich wegschneiden, also diesen hier, und wir schneiden den Boden ein. Dafür benötigen wir eine Schere und es geht los. Hier schneide ich so ganz leicht schräg ein. Und hier oben auch ganz, ganz wenig. So. Und jetzt schneiden wir hier unten am Boden hoch bis zur nächsten Querfalz. Und ich schneide hier die Falzlinie raus, sodass wir so ein schmales Teil dann herausschneiden, also die Falzlinie quasi. Und das machen wir hier unten
in jedem Bereich. So, dann schneide ich mir das hier nochmal raus. Hier auch. Und das war's. Und jetzt kommt unser Designerpapier zum Einsatz. Und zwar kommt das Designerpapier hier hin. Ja, da muss man dann mal schauen, das möchte ich gerne hier mittig haben. Das ist die Vorderansicht. Und dafür nehmen wir jetzt Flüssigkleber. Ich nehme mir mal lieber meine Matte. Und dann geht's los. Gut, das ist auch geschafft. Und jetzt nehme ich mir das beidseitige Klebeband und gebe hier schon einmal Kleber auf. Und hier rückseitig auch. So, hier von innen habe ich jetzt hier Kleber angebracht. Hier links ist die Klebelasche. Und jetzt können wir das Ganze anfangen zusammenzusetzen. Drehe ich mir das um und füge alles sauber zusammen. Hier innen, hinten ist jetzt die Klebelasche und jetzt hier sind die Seitenlaschen. Jetzt hole ich mir die hintere Lasche, die kommt nach innen und dann fange ich jetzt an, nochmal Kleber hier auf die Seitenlaschen zu geben. Hier auch. Das hätte ich ja mal vorher machen können. Hier die Schutzfolie abziehen, aber okay. So geht's auch. Dann füge ich alles gut zusammen. Na. So, ich stelle mir meine Box ab. So. Und so. Und jetzt kann ich mit dem Kleber schon einmal hineingehen und alles fixieren. So, dann haben wir jetzt noch die Vorderlasche. Da ziehe ich mal gleich die Schutzfolie ab. Und gebe hier auch Flüssigkleber auf. Und füge alles sauber zusammen. Und auch hier gehe ich jetzt nochmal mit dem Kleber rein, um alles anzudrücken. Und das ist unsere Box. Jetzt brauchen wir noch den Verschluss. Und da haben wir ja hier das kleinere Teil in Lindgrün. Und ich möchte gerne hier abrunden. Also das wird unser Deckel werden. Der wird nachher hier so raufgesetzt und hinten hier angeklebt. Ich möchte gerne das Ganze abrunden, wie hier auch. Aber man kann es, ich habe hier noch ein anderes Beispiel, man kann es natürlich auch so lassen, wenn man keinen Eckenabrunder hat, ist auch kein Problem. Ich finde, die Box sieht auch total süß aus. Aber ich nehme jetzt den Eckenabrunder und runde mir das Ganze ab. Und dann haben wir ja die beiden Teile hier für unsere, für unseren Deckel.
Und da müssen wir die Vorderansicht ja auch abrunden. Und das mache ich auch mal schnell. Na, muss aber richtig eingeführt werden. So. Und das kommt nämlich jetzt hierauf und dieses Teil hierauf. Und da nehme ich jetzt auch Flüssigkleber. Ach so, doch, die brauche ich ja gleich. So, jetzt habe ich unseren Deckel fertig und jetzt können wir das Ganze hier anbringen. Und da kommt hier auch Flüssigkleber rauf, aber nur in diesem unteren Bereich. Und ich setze mir das Ganze hier jetzt so rauf. Nicht über die Falzlinie hier gehen. Und dann drücke ich das Ganze vorsichtig zusammen und richte es mir aus. Ich kann jetzt alles schön andrücken. Und wir können hier auch noch mal mit dem Falzbein hineingehen. So, das. War der Schritt. Und jetzt kommen die Magnete zum Einsatz. Und dann nehme ich mir hier zwei und ziehe mir die Schutzfolie ab. Und setze mir hier einen so rauf, ziehe hier die Schutzfolie wieder ab, füge die Box ordentlich zusammen und drücke hier an. Und es sitzt alles perfekt am richtigen Platz. So, jetzt fehlt ja hier noch unser restliches Stück Designerpapier, das können wir jetzt hier anbringen. Dann nehme ich auch Flüssigkleber und setze mir das Ganze hier rauf, um den Magneten zu verdecken. Das Schöne ist ja am Flüssigkleber, dass wir immer noch schieben können. So passt es. Vielleicht noch ein Stück höher. Ja, so gefällt es mir. Ich drücke das Ganze jetzt hier an und dann gehe ich auch noch mal mit dem Falzbein hinein. Und das Ganze schaut jetzt so aus. Ist doch total süß. Wer möchte, kann natürlich hier auch noch Designerpapier anbringen. Ich habe es jetzt gelassen und jetzt brauchen wir Verzierung. Und zwar habe ich hier den Schmetterling genommen. Finde ich total süß. Der stammt aus den Stanzformen Schmetterlingsmix. Und das ist dieser hier. Und hier haben wir oben die Stempelabdrücke, die Sprüche, allerdings auf Englisch. Aber hier auch wieder ein sehr schönes Schmetterlingsmotiv. Dafür benötigen wir jetzt Farbkarton in Grundweiß und diese Stanzform aus dem Stanzformset Schmetterlingsmix. Ich habe das Ganze schon vorbereitet und jetzt brauchen wir unser Stempelkissen in Blütenrosa. Ein Fingerschwämmchen, denn ich möchte hier ein wenig Farbe hineingeben. Und da gehe ich hier einfach locker flockig rundherum. Das war's schon. Und ich möchte gerne einen Stein hier hinaufsetzen. Und nehme die Glanzflitterschmucksteine und zwar in Blütenrosa. Hier geht's auf.
Na, will nicht raus. So. Und dann nehme ich mir hier einen Stein und der kommt hier rauf. Am besten mittig. So. Und jetzt brauchen wir noch einen kleinen Abstandshalter. Und den setze ich mir hier hinten rauf. Und dann können wir unseren Schmetterling schon mal anbringen. Ich setze mir den so hin. Dann haben wir im neuen Katalog dieses schöne Geschenkband, schräg gestreiftes Geschenkband in Blütenrosa. Da möchte ich gerne eine Schleife mitbinden. Ich habe schon mal eine Schleife vorbereitet und die setze ich mir hier oben hinauf mit einem Mini-Klebepunkt. Ja, und passt doch perfekt zu dem Papier. Ja, das war unser heutiges Projekt. Einmal eine Box in Lindgrün und einmal in Lagunenblau. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wir sind wieder durch mit unserem heutigen Projekt. Eine ganz schnelle Geschenkverpackung für einen lieben Menschen. Und ich hoffe, dass du ganz viel Spaß hattest beim Zuschauen. Und nun wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Hab eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Video. Bis dann, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss!